Ah, gehst du mal kurz nach Essen? Komm mal rein, das Essen ist gleich schlecht. Oh, ein Wettlauf mit der Zeit. Wieder auch der Timer runtergeht, ne? Hat es gerade so geschafft. So, ihr dürft jetzt mal schlafen gehen. Du bist auch Pippi. Baden und schlafen. Damit die nicht nächsten Tag beide gleichzeitig raus müssen, lasse ich ihnen schon mal alles erledigen. So. Und dann passiert es auch nicht, dass sie ihn aus Versehen beobachtet. In unserer frei zugänglichen Dusche. Lass mich raten, ist wieder alles schlecht geworden. Ja, also den Strand aufzuräumen hat sich nicht gelohnt. Wir machen hier alles eher noch schlimmer als vorher. Geh ins Bett. Ich hab doch gesagt, du darfst schlafen gehen, also geh doch mal, Mensch. Bessere Betten wären auch noch gut, ne? Vielleicht sollten wir den einfach ein Zelt hinstellen. Ich kann ja mal gucken, was das teure Zelt kostet. Wenn beide jetzt noch was herstellen. Er muss diesmal noch nicht zur Arbeit. Sehr gut. So. Wie geht's ihm denn? Also, wenn du wach wirst, dann kannst du schnelle Mahlzeiten Joghurt essen und dann stellst du hier was her. So. Und ihr? Nee, komm, geh erstmal bitte baden. Dann kannst du gerne noch zwei Erdbeeren essen. Oder drei. Gegen Käfer sprühen und dann malst du noch mal was. Ich räume mal wieder den Müll weg. Ich will den 1000 $ Mülleimer. Und wenn es das Letzte ist, was ich hier mache. Sie muss ganz schön fleißig sein, Mensch. Ich will, dass sie im Garten besser wird. Ich will, dass sie im Malen besser wird. Gut, dass wenigstens er einen Job hat. Aber vielleicht reicht der Teilzeitjob auch nicht. Ich habe mir das irgendwie zu einfach vorgestellt. Das Geld geht uns hier ständig aus. Wir bräuchten irgendwas, was Geld einbringt. Vielleicht eine Solaranlage? Vielleicht könnten wir den Strom verkaufen. Wäre ja mal eine Idee. So, du stellst jetzt bitte nochmal Sachen her. Mach mal, Typ. Wir brauchen die Kohle. So. Sehr gut. Sie hat ja immer noch Hunger. Iss mal eine Kokosnuss und iss mal eine Erdbeere. Und dann kannst du den Busch bestäuben. Düngen. Ja, wir nehmen die guten Rosen. Wir wollen ja, dass hier alles ganz schnell ganz viel besser wird. Rosen. Düngen. Ja. Und danach malst du bitte noch ein bisschen. Ja, düng mal alles. Ich bin froh, diesmal einen Kleingarten zu haben. Und nicht wieder so ein Riesending. Also wenn ich privat spiele, dann spiele ich meistens so, dass der Garten dann wirklich die Hauptbeschäftigung wird. Hier kommen die gerade so über die Runden. Ist nicht so optimal. So. Bevor du sie hier voll quatscht, du gehst einmal Pipi. Und danach gehst du bitte joggen und gleich nochmal joggen. So, du musst endlich sportlich werden. Sonst wird das hier nie was mit der Karriereleiter. 2 Tagen hast du wieder Arbeit. Ui. Sehr schick.
Das finde ich gut, auf Plopsi anbieten. Dann kann ich ja mal gucken, will irgendwer was haben? Die Qualität ist zu normal. Das interessiert keinen Menschen. Weißt du was? Du kannst dich ja mal hier hinstellen. Und dann mache ich noch ein paar Fotos. So, erstmal Pause. Sonst geht es nämlich gleich los. Foto machen von. Das ist ja ein sehr hübsches Model. Das können wir ja mal ausnutzen. So. Dann haben wir nämlich wieder neue Bilder, die ich dann verkaufen kann. Und das wäre sehr, sehr praktisch. Schön. Ich habe mich gerade über hübsche Bilder gefreut. Und ich mache die auch noch mit dem Handy. Das ist nicht gut. Der guckt doof. Das mache ich jetzt nicht. Wer hat denn eigentlich die Kamera? Ich hatte dir noch eine Kamera gegönnt, oder? Hab ich das vergessen. Der Erdi? Ach, mein Kerl. Die Kamera? Habe ich überhaupt eine? Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir die Umgebungswerte hochschrauben, dann fühlen die sich hier wohler, dann sind die öfter glücklich, dann kriegen wir mehr Geld. Und dann, wenn wir mehr Geld kriegen, das kann nur gut für uns sein. Passt nicht. Passt nicht. Ach komm. Wir stellen hier einfach unsere Messersammlung aus. So. Sehr gut. Dann haben wir hier noch Bilder zum Verkauf. Das werde ich mal auch gleich anklicken. Ach, der macht gerade Essen. Ich lasse ihn jetzt erstmal. So. Du malst. Sehr schön. Oh, sie ist jetzt schon viel, viel besser. Und du suchst dir danach gleich nochmal einen Job, nur zur Sicherheit. Fitness, schwere Möbel. Frösche. Der uns eine Kokosnuss holt. Naja, kein Problem. Also, wenn wir eins haben, sind es Kokosnüsse. Kokosnuss verschicken. Okay. Ja, klar. Nee, das müssen wir am Briefkasten erledigen. Das ist überhaupt nicht gut, dass der hier hinten steht. Warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Den verstecke ich jetzt einfach mal hier hinten. So. So, eine Kokosnuss verschicken. Will die alle verschicken? Na, wir lassen uns mal überraschen. Ich frag einfach nicht. Du malst schön weiter und dann kannst du mal ganz genüsslich dein Obst essen. Und dann darfst auch du mal joggen gehen, nicht singen. Ich möchte, dass du sportlicher wirst. Und danach auf Plopsi anbieten. Was macht er denn? Sehr schön. Schwimm mal rum. Das wäre gut, wenn wir alle Fähigkeiten auf 3 oder 4 haben, damit wir auch bei den Gelegenheitsjobs mal ein bisschen abstauben können. Ich finde es sehr spannend, wenn die mal immer wieder was anderes machen. Sehr schön. Level 3 kann ja nun wirklich nicht schaden. Und eigentlich müsste hier im Wasser auch ein bisschen sauberer werden. Ah, es macht ihm Spaß. Super. Na dann weiter.
Holla die Waldfee, solange bis du müde bist. Er hat Spaß, er hat Hygiene. Das ist doch super. Und wenn du keine Lust mehr hast, kannst du ja zur Ausnahme mal wieder angeln. Am besten mit ihr zusammen. Ja? Du gehst schon mal vor, das ist okay. So, dann angel mal. Während dein Bruder da im Hintergrund schwimmt wie ein Verrückter. Okay. Na, ich habe überlegt, wenn uns das Geld zu knapp wird, vielleicht angeln wir uns ja den Weihnachtsmann. Nur ja, also als ob er hierzu Nein sagen könnte. Eine hübsche junge Frau. Na, kommst du aus dem Wasser gestapft? Oh, eine Schatzkiste? Echt? Cool. Vielleicht sollten wir die Dinger mal sammeln. Herz von Solani in Gold. Moment. Eigentlich wäre es doch schön, wenn wir hier so eine Sammlung hätten. Augen von Solani. Ich kann ja hier an der Seite noch so einen Tisch hinstellen. Der war ja nicht teuer, ne? Dann haben wir hier eine schöne Dekosammlung. Vielleicht haben die auch irgendwann ihr eigenes Museum, wer weiß. So vielleicht. Ja, hier ist schon wieder kein Platz, ich merk's. Okay, aber es müsste eigentlich so passen. Ne, einer reicht erstmal. Die Stellen ist ja immer mit Müll voll. So. Dann kommen hier mal unsere Holzfiguren hin. So eine Art Sammlung, dass man sagt, okay, die stellen die hier aus. Vielleicht alle in die gleiche Richtung. Ich mag es nicht, dass hier immer alles kreuz und quer sein muss. Gibt es da noch andere Ausstellungstische, die irgendwie schöner sind? Da passt das mit Sicherheit nicht rein. Mal gucken. Irgendwie geht das. Okay. Gut. Dann sparen wir ein bisschen Platz und so sind die nicht. Wenn wir die nicht die ganze Zeit sehen, ist auch okay. Dann das Glas da woanders hin. So, dann ist hier das. Moment. Und das. Aha. Dann ist da unten noch ein bisschen Platz. Und das hier. Es gehen hier immer nur drei hin, ne? Ne, vier. Okay, kommt wohl auf die Größe drauf an. Auf jeden Fall wird die Umgebung schöner, wenn wir hier ein bisschen dekorieren. Das ist natürlich super. Komisch, dass die Telefone nur noch so kurz klingeln. Das ist irgendwie merkwürdig. Zeigt mal, was ihr könnt. Mann, ey, ich kann nicht rangehen. So. Ja, wenn euch das hier interessiert, wen findet ihr denn hübscher? Ihn oder sie? Ich finde, er ist auf jeden Fall mal was anderes. Sowas Buntes sieht man ja echt nicht oft. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Athlet und Punk und Clown aus dem Zirkus irgendwie. Und sie mit ihren grün-blauen Haaren ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich. Aber vielleicht wollen die beiden noch einfach mal ein bisschen woanders sein, weil sie so anders sind. Vielleicht hatten sie in ihrer Jugend ja nicht so viel Spaß. Und er hat sich dann in Sport reingesteigert. Und sie hat dann angefangen, sich fürs Angeln zu interessieren, weil man da ja meistens seine Ruhe hat. So, dann angelt bitte noch ein bisschen. Bis 22 Uhr dürft er noch. Und dann
Wir sollen mal gucken, wie eure Bedürfnisse so aussehen. Ich denke, 2, 3 Stunden angeln reicht ja auch. Man will das ja auch nicht den ganzen Tag machen, oder? Oh, sie hat schon keine Lust mehr. Er ist noch voll dabei. So, ist ja passend. Er darf noch ein bisschen schwimmen. Sie geht schlafen. Der ist gestorben. Warte mal. Freundlich vorstellen. Bist du ein Inselgeist? Wann bist denn du gestorben? Du warst dann noch auf meiner Party. Was ist denn hier los? Man sich ja freundlich vorstellen. Der ist inspiriert. Also dem geht's hier gut. Kannst ja noch ein bisschen quatschen. Warum auch nicht? Deine Sozialfähigkeiten sind ja gerade ein bisschen unten. Oh. Sie redet gerne über den Weltfrieden, übers Angeln. Oh, hier fängt es gerade im echten Leben total stark an zu regnen. Und mein Schatz hier ist mit meiner kleinen Tochter draußen und meinte noch, ach, hat doch vorhin schon geregnet, da wird er jetzt nicht schon wieder regnen. Und jetzt fängt es an zu pieseln, wie verrückt. Und wer hatte mal wieder recht gehabt? Ich. Ich habe gesagt, hier fängt es gleich richtig an. Ups. Wir müssen damit rechnen, dass es hier im echten Leben nochmal Regen gibt. Nee, wird schon nicht. Nee, trennen wir jetzt davon. Das sieht ja cool aus. Domane. So. Die beiden quatschen jetzt. Sie kann dann gleich nochmal kochen. Und auf Toilette muss sie auch. Ich hoffe nur, das ist kein böser Geist. Aber ich habe ja so viele positive Merkmale drauf. So. Das kann man ja auch noch mal verkaufen. Er schwimmt noch mal. Wie geht's dir denn? Du bist ein bisschen müde. Fitness ist schon mal 4, prima. Ob sie kochen mag? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich mag sie mehr Obst. Jetzt ist der Geist hier. Erzähl ihm mal was Schönes. Ich meine, der ist irgendwie gestorben bei uns. Aber wo ist denn dein Grabstein eigentlich? Muss dem Tief heraushelfen, ja? Warum geht's ihm denn nicht gut? Einen verrückten Plan vorschlagen. Über die Stimmen reden. So, und wenn du damit fertig bist, gehst aber bitte schlafen. Und du ebenso. Da gibt's was zum Verbessern. Ich habe eine Idee. Ich pflege jetzt einfach nur eine Palme, die bringt uns ja nicht wirklich Geld. Die anderen kommen mal kurz weg. Die ist hübsch. Die ist normal. Und die ist hübsch. So, eine Palme. Dann haben wir die Gartenpflege schneller durch. Und wenn die richtig gute Früchte bringt, dann nehmen wir die, um neue Palmen anzupflanzen. Vielleicht stecke ich die auch noch in so einen Topf rein. Moment, habe ich noch was zum Verkaufen? Komm, wir spendieren mal die Kokosnüsse und gucken mal, ob wir für 206, ob wir da noch so einen Topf kriegen. Mit den Pflanztöpfen soll es wohl so sein, dass die Pflanzen da tatsächlich besser wachsen. 50, okay.
Und dann vielleicht für die anderen? Nee, kann man sich leisten.